Wer wird Millionär? So, let's go. Ihr wisst ja von meinen Zielen. Ich möchte ja finanzielle Freiheit erreichen, damit ich einfach unabhängig bin, damit ich machen kann, was ich möchte, damit ich auf niemanden angewiesen bin. Ich denke, für Menschen ist es halt der beste Weg, ehrlich zu sein oder so, ist halt einfach finanziell frei zu sein, auf niemanden angewiesen zu sein. Und ja, finanzielle Freiheit ist ein großes Thema. Da ist es natürlich mega spannendes Thema. Ja, wer wird Millionär? Warum dafür arbeiten, wenn man auch einfach hier in einem Quiz gewinnen kann? Und bin mir sicher, dass wenn ich jetzt hier gewinne, dass ich auf jeden Fall auch 1 Million kriegen werde. Let's go! Oh, die Mucke, die ist auf jeden Fall, die hat's in sich. Digga, die Grafik ist auch echt komplett krank. Was machen wir? Spiel des Tages, schnelle, machen wir mal einfach. Die letzte Sendung, sowie die vom Wolfgang Bosbach, die zocken wir. Möchten Sie mit Zeitlimit spielen? Nee, Risikovariante. Oh, jetzt müssen wir wissen, ob wir den Risiko-Joker wollen oder nicht. Das ist jetzt eigentlich das echt Spannende. Risikovariante, da wird die Sicherheitsstufe bei 16.000 entfernt, dafür erhalten Sie einen Zusatz-Joker. Den nehme ich instant. Let's go. Die Risikovariante, die ist beste. Welche Erfahrung musste bei Wer wird Millionär auch schon so mancher Promi machen? Zerronnen wie, hä? Wie gewonnen, so zerronnen. Also geht's hier um eine Reihenfolge? Ah, bin ja nicht dumm. Okay, jetzt geht's los. Mit 50 Euro, hä, ist das neu? Wie könnte die Antwort lauten, wenn man einen Bayern nach dem 11. Buchstaben des Alphabets fragt? Okay, wir probieren das mal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Hä? Ich hab gar keinen Plan, ey. Das ist die dümmste Frage der Welt. In der Satzung des Bundestages heißt es, der Präsident vertritt den Bundestag und regelt seine Notdurft. Mann. Seine Geschäft, seine Ausschrei. Okay. Ach nee, ich habe irgendwas hingeklickt. Leute, ich habe aus Versehen, okay. Okay. Wir machen nochmal neu. Ach, RIP. Kein Zeitlimit, Risiko, let's go. Wenn Sie es nicht richtig verstanden haben, fragen Sie lieber nochmal nach. Auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Deutsch, oui bitte, Englisch, sorry, Französisch, comment und auf Italienisch, come. Easy. Wenn die korpulente Dame einatmet, holt die Bräh. Die dicke Luft. Ja, moin. Egal wie betrunken Schiller mal gewesen sein mag, sein berühmter Kollege Goethe war auf jeden Fall... Ach Mann, das ist echt dichter. Das ist einfach echt schlecht. Okay, womit sind auch Menschen ausgestattet, die nicht in der Gastronomie arbeiten? Oberarme. Haha. Die Oberarme, Bro. Was sich Angelina Jolies Ex-Gefährte nahe ins Gesicht hält, das hat der Brad vorm Kopf. Uff. Das Portemonnaie sollte Frau nicht vergessen. Lädt die Freundin zur... Okay, das Portemonnaie sollte Frau nicht vergessen, lädt die Freundin zur Dessous-Party, zur Strapsgala, zur Schlüpferfete, zur BH-Sause. Keine Ahnung, Alter. Komm, Telefon-Joker. Okay, Dessous-Party. Ja. Let's go. Easy. Wer unter Aviophobie leidet, der hat vorm... Kuhfladen, Fliegenschiss. Ja, easy. Avio, also von Aviation oder wahrscheinlich irgendwas von irgendwas Lateinischem, aber Aviation heißt auf jeden Fall Flug. Let's go. Bei 500 Euro erstmal den ersten Joker reingehauen, man kennt's. Fliegenschiss. Ja, von Fliegenschiss hat er. Was hängt bei den meisten Männern etwas tiefer als sein Gegenstück? Auf der rechten Seite. Mann, was sind das denn für Fragen? Das Niveau bei RTL kennt auf jeden Fall keine Grenzen, aber das ist true. Der linke Hoden hängt bei den meisten Männern tiefer als der rechte. Und ich will jetzt nicht wissen, wie viele Leute das zu Hause überprüfen werden. Auf jeden Fall, it's true. Welcher Feiertag ist innerhalb eines Kalenderjahres am weitesten von Silvester entfernt? Wie, wer weiß denn das? Wer weiß denn so einen Scheiß? Aber woher weiß man denn sowas? Also Neujahr, okay. Neujahr halt, das ist ja easy, weil innerhalb eines Jahres. Ah, da ist eine Fangfrage. Gotcha, bitch. Das sind nämlich 365 Tage entfernt, ey. Bei welcher Ex-Bundesministerin reimte sich der Name auf die offizielle Bezeichnung ihres Ressorts? Okay, nächster Joker. Was ist denn ein Ressort? Bräh. Andrea Nahles. Easy. Let's go. Bei welchem Simon Garfunkel-Hit heißt es im Refrain? Lila, 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 lila. Okay, ich erspare euch mal. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich brauche jetzt hier auf jeden Fall die Joker. Wir machen mal den 50-50 Joker. Lol. Gar kein Plan. Gamblen wir jetzt oder? Das Problem ist, ich hätte mehr Bock auf die guten Fragen hier. Ich rate einfach, komm. Ah, okay. LOL, einmal random hingeklickt. Let's go. In welcher Stadt wurde die deutsche Fußballnationalmannschaft sowohl Welt- als auch Europameister? Okay, ich bin offiziell zu dumm. Kein Plan, Alter. Also, ich kenne halt nur das Wunder von Bern. Ich weiß aber nicht, ob die da auch EU-Meister wurden.
Ja, natürlich nicht. 500 Euro. Wow. Oh boy. Jetzt kannst du den Hacker bezahlen. Die 500 Ocken, die gehen jetzt erstmal via Bitcoin an meinen werten Hacker. Okay, wir probieren nochmal neu. Hat man keine Haare am allerwertesten, dann ist gewissermaßen der Trophäe-Pokal. Ja, welcher Idiot muss sich das eigentlich mal ausdenken? Was ist im Nordpolargebiet vielfach zu beobachten? Pinguine auf Flundern, Robben auf Rochen, Eisbären auf Schollen, Eskimo, ja, Eisbären auf, nee, Nordpolar. Naja, Eisbären auf Schollen, ich weiß nicht, ob es die am Nordpol gibt. Easy, der Gamble. In den öffentlichen Toiletten landet während der Halbzeitpause auch im Stadion... Nochmal was? Fragen Sie, sind mir echt zu dumm. Also ich brauche echt immer ewig, bis ich die verstehe. Auch im Stadion von Juventus Urin. Aha, nice. Was verbindet man mit Winnetou und Old Shatterhand? Kein Plan. Den Schatz am Silbersee, das weiß ich. Der Schatz am Silbersee. Ich war da sogar schon mal, der ist in Kroatien. Da war ich schon mal mit meiner Family. War geil, war richtig geil. Muss bei der Wurst die Pelle entfernt werden? Lautet die Devise, verschwindet. Hau ab, zieh Leine, macht euch vom Acker. Haut ab, oh mein Gott. Das ist das Dümmste, was ich jemals wirklich gehört habe. Haut ab einfach. Bro. Was hat laut VDH ein Idealgewicht von 6,3 bis 8,1 Kilogramm? Möpse, Hupen, Glocken, Melonen. Der durchschnittliche IQ eines RTL-Zuschauers, der zeigt sich schon mal wieder. Oh, jetzt die Frage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Glocken genormt sind. Hupen sind auch nicht genormt. Jetzt also entweder Möpse oder Melonen. Aber ich glaube, nee, VDH ist doch der Vorder-DD-Hund irgendwas. Ich glaube, der Verein der Hunde. Irgendwas ist das doch, VDH, keine Ahnung. Aber das habe ich schon öfter gehört. Die Mutter meiner Freundin macht Hundesport und die hat schon öfter vom VDH geredet. So da, deswegen. Oh mein Gott, imagine. Stell dir vor, ich werde einfach Millionär. Geil. Wie viele weiße Pfeile symbolisieren den Kreisverkehr auf dem gleichnamigen Verkehrszeichen? Also 4 und 5 glaube ich schon mal nicht, weil das einfach too much ist und zu verwirrend. Ich mach mal den 50-50-Joker. Ja, also 5 ist es auf keinen Fall, das ist zu viel Input. 3. Mit Hilfe der sogenannten Daumenprobe lässt sich abschätzen, wie viel Bier noch im Fass ist, wie gar das Grillsteak ist, wie alt der Kartoffelsalat ist, wie regendicht das Zelt ist. Wir fragen mal einen im Publikum. Mit der Daumenprobe kann man erkennen, ob das Fleisch am Grill schon die gewünschte Garstufe erreicht hat. Okay. Nice. Ehrenmann. Danke, Experte. Wir haben noch 4 Stufen und noch 2 Joker. Wenn ich jetzt nur 2 Fragen davon kenne, dann rein da. Welches Land ist mit 6 Titelträgerinnen Rekordsieger bei der seit 1951 stattfindenden Wahl zur Miss World? Ja, weiß ich halt auch, oder? Wir machen mal Telefonjoker. Ich habe eine Reportage darüber gesehen. Ich bin mir fast sicher, dass es Venezuela ist. Let's go. Ehre, 64k. 3 Fragen noch. Wobei endet die Gebrauchsanweisung häufig mit dem Hinweis, nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel. Also es müsste eigentlich eine Mikrowelle sein, weil das ist doch das Einzige, wo irgendwas schiefgehen kann. Also ich gehe einfach mal Risiko. Das Game heißt, ich wer kriegt 125.000, das Game heißt, wer wird Millionär und deswegen Mikrowellengerichte. Oh, Baby. Also wer wird Millionär? Ich auf jeden Fall nicht. Perfekt, das war's auf jeden Fall hiervon. Ja, hau da rein, ne? Zur Schlüpferfete.